Herzlich willkommen zum nächsten Vortrag mit Pascal Fugge. Er ist im Vorstand von Safe Internet, einer der ganz großen Initiativen. Man könnte, wenn man so Safe Internet hört, könnte man sich ziemlich alles darunter vorstellen. Ich denke, wir hören gleich, dass es auch um internationale Themen geht, die sowohl in der Schweiz wie auch international eben aktuell sind. Also herzlich willkommen, Pascal Fugge, mit einem kleinen Applaus. Ja, danke schön. Ich komme von der Kampagne, die 2018, 2019 ein bisschen frischen Wind in die europäische Digitalpolitik und ins EU-Parlament gebracht hat. Und bei dieser Diskussion um die Copyright-Direktive, die ist noch nicht ganz rum, aber leider kommt ordentlich Nachschub international auf uns zu. Und ich glaube, ich brauche es euch nicht erklären, was international fürs Internet an Regulationen kommt. Da können wir uns in der Schweiz nicht entziehen. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind, vor allem bei diesem Timeslot, wo ich gesehen habe, dass echt hochkarätige Gegenvorträge sind. Also, Dankeschön, ich fühle mich geehrt. Gut, was passiert denn gerade? Die Zivilgesellschaft ist meiner Meinung nach momentan so bedroht wie schon lange nicht mehr. Die digitale Unversehrtheit unserer freien Zivilgesellschaft, die Demokratie selber ist wirklich in sehr starker Gefahr. Und es droht, naja, so langsam abgelutscht, aber es ist einfach so ein Dammbruch durch die ganzen Maßnahmen, durch die ganzen Gesetzesvorhaben, die oben aufgezeichnet sind. Und dazwischen steht eigentlich nur noch so ein paar kleine NGOs, dazwischen, die viel ehrenamtliche Arbeit leisten. Und gegenüber steht eigentlich der Staat und milliardenschwere Großkonzerne mit nahezu unlimitierten Budgets. Heute geht es bei mir hauptsächlich um diese vielen Gesetzesvorhaben oder Vorstöße, die momentan am Laufen sind. Und auch wenn von vielen Regulationsvorhaben oder Gesetzesvorstößen behauptet wird, dass es nur gegen irgendwas Bestimmtes gerichtet ist, dann heißt es noch lange nicht, dass es A, auch wirklich dagegen wirkt und B, auch dass es nur dafür eingesetzt werden kann. Als ich vorbereitet habe, diese Woche, da hat es irgendwie gerade auch so wieder so richtig Bums gemacht. Also ich habe die Medien verfolgt, die Nachrichten, und ich wollte eigentlich anstatt diesem Damm schon fast so Shit Hit the Fan Grafik nehmen. Ich habe es dann doch gelassen, weil mir gesagt wurde, das kommt nicht so gut. Gehen wir mal kurz durch, was gerade so alles gekommen ist. Das Erste, das haben wahrscheinlich die wenigsten mitbekommen, Error HTTP 451. Das werden die wenigstens jemals gesehen haben und auch wirklich sehr wenige auch kennen. Unavailable for legal reasons. Was ist da passiert? Das Landgericht Köln hat geurteilt, dass Cloudflare auch bei seiner DDoS-Protection für andere Webseiten dafür verantwortlich ist, was die halt zur Verfügung stellen. Also die Störerhaftung, die, glaube ich, initial mal vom Landgericht Hamburg ins Spiel gebracht wurde, die wurde dann erweitert, halt eben nicht nur von den Hostern, sondern auch auf die Content Delivery Networks und auch auf DDoS-Schutz. Und das ist halt irgendwie so, wie wenn man bei einer Briefbombe, die verschickt wurde, die Post oder eigentlich noch besser die SBB, die die Post der Post halt transportiert hat, in Haftung nehmen würde. Das war so das eine. Dann geht es weiter, dass Identifikationsprüfung laufen soll. Also das sind jetzt alles gleich Vorstöße, jetzt nur zum Glück aus Deutschland. Aber ich habe gedacht, ich bringe die mal, auch wenn es hauptsächlich um EU gehen soll. Also hier Identifikation der einzelnen Nutzer, dass man zum Beispiel bei bösen Worten, ich sage das mal ein bisschen fies von meiner Seite her, direkt die Leute identifiziert werden können, wer das war. Der nächste Vorstoß ist dann halt auch, dass die kleinen Plattformen, nicht nur die ganz großen, solche Gesetzesvorstöße melden sollen dem BKA. Die werden natürlich da massive wirtschaftliche Probleme kriegen, weil viele tun sich halt tatsächlich gerade so nur über Wasser halten, und wenn jetzt auch noch so ein 24-Stunden-Service bereitgehalten werden soll, um so Gesetzesvorstöße zu liefern, ihr könnt es euch ja vorstellen. Weiter geht's dann, der gute alte Klassiker, Staatstrojaner, ne? Der ist so ein Evergreen, wird jetzt gerade auch wieder aktuell gefordert. Der Herr Seehofer hat letzte Woche oder in den letzten Wochen so einen Lauf gehabt, der ist da auch wieder ganz weit vorne dabei. Das Ganze war schon vor einem Jahr auf dem Tisch,
Aber da hat sich zum Glück die SPD noch dagegen gewehrt mit Katharina Barley. Aber die SPD, die sieht es jetzt nicht mehr so tragisch. Und naja, da muss man halt was machen. Ne? Dann Passwortherausgabe. Da wurde jetzt gerade von der Bundesregierung das vom Kabinett überwiesen. Und da geht es einfach darum, geht auch wieder um so, ich sage jetzt mal, minderschwere Vergehen wie Hassrede, dass so die Plattform auch direkt die Passwörter der einzelnen User an die Strafverfolgungsbehörden rausgeben sollen. Also es ist eigentlich schon so eine richtig krasse Sache, weil es wäre so, wie wenn wir heutzutage dem Staat einfach mal eine Kopie von unserem Haustürschlüssel abgeben würden. Eigentlich ist es noch mehr. Schlüssel zu unserem Arbeitszimmer und da ist dann noch unser Tagebuch in der Schublade drin. Also es sind richtig, richtig weitreichende Befugnisse, die da gegeben werden sollen. Und das Einzige aus der Schweiz, was ich heute habe, es tut mir leid, ich bringe es dann doch noch, das kam auch noch und ich dachte, das soll nicht untergehen. Ja, zur ewigen Jette, da könnte man ja auch ganz einfach mal noch Bewegungen von allen Bürgern, die mit dem Auto unterwegs sind, am Ende vom Tag irgendwann mal erstellen. Auch wenn natürlich da keine automatisierten Kontrollen stattfinden sollen. Wir wissen es ja, ne? Gut, dann komme ich auf die EU-Ebene. Ihr habt es ja mitgekriegt, Copyright-Direktive, Urheberrechtsrichtlinie. Wir haben leider die Abstimmung final nicht verloren, aber wir haben ordentlich Wind gemacht. Und deswegen wurden wir dann auch berücksichtigt, dass wir zum Stakeholder-Dialog diese Urheberrechtsrichtlinie eingeladen wurden. Das war ein großer Auswahlprozess. Die ganz großen NGOs, aber natürlich auch Wirtschaftsverbände etc. haben sich beworben. Und am Ende sind nur ein paar Dutzend reingekommen. Und weil wir von Save the Internet hier halt ordentlich Wind gemacht haben, durften wir dann als eine der wenigen Vertreter der Zivilgesellschaft dann auch dort teilnehmen. Wie erwartet, haben die großen Interessengruppen da am Anfang erstmal ihre Positionen dargelegt. Das war nichts Überraschendes. Irgendwann ab dem dritten Meeting verkam es dann in dem so fast schon zu einer Werbeveranstaltung für Uploadfilter. Und insgesamt ist es richtig zäh. Es ist, also manchmal ist es interessant, manchmal ist es so, naja, man könnte auch Besseres tun und manchmal hat man auch besser ein bisschen Popcorn dabei. Der Dominik, der uns da vertritt, er hat da auf jeden Fall vorgesorgt. Insgesamt halt richtig zäh, aber zusammen haben wir wenigstens mal mit den anderen NGOs erreicht, dass die Kommission wohl doch die Guidelines zu dem ganzen Vorhaben mal bis Ende März rausrücken will. Das ist sehr generös von denen. Zur Urheberrechtsdirektive, zu den nationalen Umsetzungen komme ich da. Frankreich hat da Vollgas gegeben. Wer es nicht weiß, Frankreich selber ist ein sehr urheberrechtsfreundliches Land. Also sie sind wirklich so die Hardliner, wenn es darum geht, dass die Rechteverwerter im Namen der Künstler richtig viel Druck machen können und Umsetzung machen können, die halt ziemlich konträr zu den Interessen der Zivilgesellschaft sind. Deswegen ist es nicht sonderlich erstaunlich gewesen. In Frankreich kam auch wirklich so ziemlich die schlechteste Variante für die Zivilgesellschaft raus, die man sich vorstellen kann. So alles schon auf der richtig krassen Seite, sogar noch drüber hinaus. Also eigentlich ist vorgesehen gewesen, dass bei den Upload-Filtern zum Beispiel Memes und so weiter Zitatrecht ausgenommen werden sollen. Das haben die da so ein bisschen vergessen und so alles Mögliche haben sie da reingemacht. Ist zwar noch nicht der finale Entwurf, aber die haben halt einfach mal 300% gefordert und hoffen, dass sie am Ende 295% kriegen werden. Was in Frankreich aber schon in Kraft ist, das ist das Leistungsschutzrecht. Da hat Frankreich gesagt, so, ja, Google, ihr müsst jetzt Geld zahlen so für ein paar Wörter, die ihr zitiert. Und was hat Google gemacht? Und hat gesagt, so, pff, ne? Ist uns doch eigentlich relativ egal, wir schmeißen euch einfach aus dem Index raus. Konsequenz war, die Verlage, die fanden das nicht so cool. Auch wenn wir es ihnen gesagt haben, ne, so, ey, Deutschland, Spanien, ne, ist schon mal passiert, das machen die dann auch so. Da wurde ihnen immer gesagt, so, nee, jetzt sind wir Europa und dann wird das nicht passieren. Naja, die Verlage fanden das dann trotzdem nicht so cool, obwohl sie vorgewarnt waren. Und die haben jetzt sogar Beschwerde bei der Wettbewerbskommission in Frankreich eingelegt, dass Google sie wieder aufnimmt und sie dann Lizenzen von Google kriegen können. Muss man erst mal drauf kommen. Aber ja, man kann es ja versuchen. Gut, in Deutschland, da ist jetzt die Situation so, dass man erstmal in Konsultationsverfahren gegangen ist und da kam halt der Spaß raus, dass beim Leistungsschutzrecht schon eine Lizenzpflicht entsteht unter Umständen ab 3 Wörtern.
genauso sehe ich es in etwa auch. Es ist irgendwie fast zu traurig, dass man drüber lachen könnte. Dann wurde auch wieder eine Verlegerbeteiligung mit reingenommen. Das heißt, wenn Autoren oder so in Verwertungsgesellschaften sind und die anderweitig ihre Dinge verkaufen, dann kriegen trotzdem die Verlage zum Beispiel oder die Musikgesellschaften trotzdem Geld von denen, obwohl es eigentlich ohne ihr Zutun da irgendwas gemacht wurde. Da das fakultativ ist, gemäß der Richtlinie wäre ich da dafür, dass das da rausfliegt. Aber naja, man weiß ja, wie das kommt. Darauf kann man sich leider nicht so viele Hoffnungen machen. Das Allerlustigste war aber bei diesem Konsultationsverfahren in Deutschland, dass die Upload-Filter, die eigentlich so richtig viel, wo wir richtig viel Radau gemacht haben, wo auch wirklich das Kontroverseste ist und das am schwierigsten umsetzbar, eigentlich unmöglich umsetzbar ist, das haben sie gar nicht erst aufgenommen in dieser Konsultation, aus welchen Gründen auch immer. Dann kam noch ein Rechtsgutachten Ende Januar raus und da wurde auch unsere Argumentation weniger überraschend unterstützt, dass einfach diese Eingriffe unter anderem mit Upload-Filtern viel zu tief in Grundrechte eingreift. Und das ist jetzt eigentlich ganz lustig, es gab schon so ein Urteil ich glaube 2013 war das, Netlog Saban, wo genau diese Argumentation auch schon drin war, das haben wir dann auch im EU-Parlament immer vorgebracht, haben sie nicht drauf gehört, das wurde jetzt nochmal bestätigt. Dann haben sie ja zum Beispiel gesagt, wir machen dann Artikel 17, da steht ja gar nicht Upload-Filter drin, wir machen das alles ohne Upload-Filter. Bevor das im EU-Parlament abgestimmt wurde, gab es aber eine Kurzexpertise, wo rausgekommen ist, so naja, es geht gar nicht ohne Upload-Filter, weil wenn ich es ohne Upload-Filter mache, dann verstößt ihr gegen anderes EU-Recht. Also war eigentlich klar so, dass das nicht funktioniert. Es kam dieses Rechtsgutachten und wir haben uns jetzt auch mal bei unserer Stellungnahme darauf berufen, dass ja die Bundesregierung gesagt hat, dass sie, wenn es nicht umsetzbar ist, dass sie dann mal in diesen Gesetzgebungsprozess nochmal eingreifen werden. Das ist jetzt so der aktuelle Stand zur Copyright-Direktive. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist TEREC, das ist Terrorist Content Regulation. Also einfach der Zweck davon, die Verhinderung der Verbreitung von terroristischen Inhalten. Hauptzweck ist einfach, dass verhindert wird, dass noch mehr Leute sich radikalisieren. Das zielt hauptsächlich zum Beispiel auf islamistische Terrororganisationen ab. Aber wir kommen gleich noch dazu, warum es halt ein bisschen blöd ist, das Ganze. Das Hauptproblem ist nämlich, dass auch in der Formulierung von TEREC ist in den Trilogverhandlungen, da wird keine Unterscheidung zwischen Propaganda oder journalistischer Arbeit gemacht. Oder halt auch wissenschaftlicher Arbeit. Und das finde ich ein enorm großes Problem. Laut dieser Beschreibung geht es nur rein um die Zugänglichmachung von Informationen. Und ich habe hier ein kleines Video mitgebracht. Ich spiele das mal vor. Das ist so ein bisschen ein Propagandavideo, das auch noch so ein bisschen aufgepeppt ist. Von IS dürfte es sein am Ende. Und natürlich, das ist in dem Fall ist das kann das für Propagandazwecke missbraucht werden. Aber ich persönlich finde es auch extrem wichtig, dass man sich immer mit Primärquellen informieren kann. Ich will Dinge auch wirklich als Primärquelle sehen und nicht durch irgendwie 3, 4 andere Stellen durchlaufende Aufbereitung, Bewertung etc. Ich will das Recht haben, dass ich solche Dinge sehen kann. Da gibt es noch zwar ganz, ganz andere, noch viel geschmacklosere jenseits von Gut und Böse Videos. Ich habe deshalb dieses auch nur genommen, aber ich will, dass man solche Inhalte sehen kann. Dann vielleicht noch so ein kleine Anekdote, wird in der Netzgemeinde auch gerne als waffenfähiger Autismus bezeichnet, und zwar 4chan. Da gab es auch mal so ein Propagandavideo, man sieht es links oben, und da haben die halt sich so zusammengehort und so, hey, eigentlich, jetzt gucken wir mal, weil es nicht bekannt war, wo das war, jetzt gucken wir mal, wo ist denn das eigentlich gewesen? Man sieht es hier schon so, ne? Sie haben so angeguckt, ne? Was ist im Hintergrund? Am Ende haben sie gesehen, yeah, coordinates. Dann haben sie das weitergegeben. Und die Russen haben das Terrorcamp weggebombt. Das ist eine lustige Anekdote an sich, die leider viel zu wenig bekannt ist. Aber eben, solche Dinge wären gar nicht möglich, wenn solche Propagandavideos nicht im Netz vorhanden wären. Also, das große Problem ist, man kann nicht zwischen Terrorismus und Propaganda und journalistischer Arbeit unterscheiden. Es ist auch nicht geregelt, wer ist ein Terrorist. Also,
ich denke jetzt mal so, gerade ganz aktuell, die Schweiz hat eine andere Terroristendefinition als jetzt zum Beispiel Spanien mit den Katalanen. Genau in dem auch dann, was sind überhaupt terroristische Inhalte? Das ist ja auch kulturell bedingt oder das ist historisch bedingt, wenn man sich anguckt, was vor 100 Jahren schon terroristische Inhalte gewesen wären, was wir heutzutage haben, obwohl es eigentlich wenn aus der anderen Perspektive einfach nur Freiheit ist. Das Problem ist dann halt auch bei dem Ganzen, wie setzt man das in? Es sind sehr strenge Zeiträume geplant, wo reagiert werden muss und am Ende wird es halt einfach sein, ne? Weil groß auch Haftungsschadensersatzansprüche im Raum stehen, dass einfach ein Provider hingehen wird und sagen wird, na, ich tue lieber schneller was blocken, Overblocking, Overpolicing und ihr könnt euch einfach das einfach vorstellen, wenn so eine Plattform die Wahl hat, lösche ich es oder zahle ich, ne? Gelackmeiert sind dann wir als Zivilgesellschaft. Kommen wir zum nächsten. E-Evidenz. Da geht es darum, um digitale Beweismittel, zum Beispiel auf Cloud-Plattformen. Aktuell läuft das Ganze so, dass die Rechtshilfe macht einen Staat A, die Anfrage an den Staat B, der prüft das Ganze, komme ich gleich noch dazu, und dann tut er die entsprechenden Schritte einleiten. Das Problem ist, es kann halt wirklich Monate dauern. Also man muss auch wirklich sagen, hier ist ein Handlungsbedarf sicher notwendig und auch berechtigt und gut. Und da haben die sich halt gedacht, so, naja, eigentlich sollten damit alle Sicherheitsbehörden, also Polizei etc. in allen EU-Staaten mehr oder weniger unkompliziert auf Cloud-Daten Zugriff bekommen. Und zwar völlig unbürokratisch. Das Gericht, ich komme gleich dazu, im Staat A, kann einfach eine Anordnung machen, kriegt den Direktzugang zum Provider und der muss spuren. Und wenn er nicht spurt, dann tut der Staat B, wo der Provider aktiv ist, der macht dann die Sanktionen da drauf. Kurz zu der Prüfung, wie es aktuell ist, in diesem Prozess, Staat A an B und dann macht das erst. Die Ablehnungsgründe sind häufig einfach grundsätzlich mal politische Gründe. Ich habe es ja gerade vorher schon gesagt, dass jetzt zum Beispiel die Schweiz andere Terrorismusauffassungen hat, wie jetzt zum Beispiel Spanien. Dann auch die fehlende beidseitige Strafbarkeit. Whistleblower, also ich brauche es nicht groß erklären, Whistleblower werden dadurch natürlich massiv gefährdet. Oder auch beispielsweise gibt es Länder, wo Schwangerschaftsabbrüche illegal sind. Und wenn jetzt zum Beispiel die Ärztin oder so, die den Abbruch macht, einen Dienst nutzt, der in einem anderen Land ist, weil er zum Beispiel entsprechend sicher ist, dann wird das direkt wieder ausgehebelt. Oder halt eben auch politisch Verfolgte werden durch mangelnde beidseitige Strafbarkeit geschützt. Dann soll auch eine Doppelbestrafung verhindert werden, dass er nicht im einen Land bestraft wird und auch im anderen Land nochmal bestraft wird. Deswegen funktioniert das oder wird das manchmal auch abgelehnt. Die Auswirkungen vom E-Evidenz. Ganz einfach, der Grundrechtsschutz, der kann nicht gewährleistet werden mehr. Es wird dadurch auch halt Einschränkungen von Pressearbeit und von sonstigen Aktivitäten kommen. Politische Opposition wird halt auch ein massives Problem kriegen und halt auch mal nicht direkt zivilgesellschaftliche Gründe, aber auch Datenschutz als Standortvorteil. Das, was die Schweiz jetzt halt auch gerade irgendwie in den Jahren versucht hat aufzubauen. Okay, jetzt mit der Krypto-AG ist das so ein bisschen hinten runtergefallen, aber Datenschutz als Standortvorteil, das kann man eigentlich nicht mehr als Argument dann am Ende vom Tag nehmen, wenn das dann auch in der Schweiz kommt. Grundsätzlich kann man E-Evidenz einfach zusammenfassen, das soll eine extraterritoriale Ausweitung nationaler Befugnisse sein. Ein anderer Staat oder Gerichtsbarkeiten des anderen Staates können direkt woanders eingreifen. Finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Gut, nächstes Thema. Wir haben viel vor. Digital Service Act. Es gibt eine alte E-Commerce-Richtlinie, die ist jetzt auch bald 20 Jahre alt und die soll abgelöst werden. Und in dieser E-Commerce-Richtlinie, da wurde ein Grundsatz mal geprägt und darauf basiert eigentlich das heutige Internet, dass nur der Nutzer für die Sachen, die auf der Plattform gemacht werden, haftbar sind und nicht der Plattformbetreiber. Dadurch konnte erst dieses Web 2.0, das Mittwoch-Internet, entstehen.
Wikipedia konnte nur dadurch entstehen, dass das sogenannte Notice-and-Take-Down-Verfahren eingeführt würde. Nutzer können auf der Plattform machen, was sie lustig sind. Sie sind direkt dafür haftbar am Ende vom Tag. Die Plattform muss aber erst eingreifen, wenn sie davon Kenntnis erhalten. Und das soll halt beim Digital Service Act abgeschafft werden. Gucken wir doch mal, was eben in dieser Wunschliste in einem von diesen geleakten Drafts drin ist. Eben diese Plattformhaftung soll reinkommen. Dann Klarnamenpflicht, dass man natürlich auch genau direkt weiß, wer der Bösewicht denn war. Es soll halt auch wieder für minderschwere Straftaten kommen wie Hasssprech. Dann lustigerweise schon für Desinformation. Da wird es dann spannend, wenn man teilweise Regierungspressemitteilungen auf Facebook teilt. Urheberrechtsverletzung, ja, das war jetzt, glaube ich, nicht so schwer, da drauf zu kommen, dass das natürlich auch drin sein soll. Und das Ganze soll dann am Ende für in Wort, Schrift, Bild gelten. Und was ist die Konsequenz daraus? Man hat wieder ganz enge Zeiträume definiert. Wie will man da sicher definieren? Was ist die Konsequenz? Ihr kommt wahrscheinlich drauf, was wird passieren? Ja, das auch. Es braucht mal wieder die Upload-Filter. Super Idee. Aber es ist nicht alles schlecht in diesem Digital Service Act. Die Wirtschaft, die war fleißig. Sie ist zum Beispiel, also sie ist nicht für irgendwelche diese ganzen Sachen, sondern ist zum Beispiel auch gegen jede Beschränkung von Werbung. Also Tracking etc., das darf nicht eingeschränkt werden, ne? Ganz wichtig. Also ihr seht so ein bisschen diese Digital Service Act, das ist so der Super-GAUs, die momentan da gerade auf uns zurollen, weil betroffen, das ist tatsächlich in diesem Draft drin, das sind alle, das sind die sozialen Netzwerke, irgendwelche Cloud-Dienste, Plattformen, die Vermittlungsdienste, also Uber wäre zum Beispiel auch betroffen und sogar die ISPs sollen davon betroffen sein. Also wirklich so alles in der ganzen Kette von eurem Computer in die Wolke und wieder zurück. Alles. Also, ja, ne? Und bei der Plattformhaftung, ne, wir hatten es ja vorher schon mal, gleiches Bild, ihr kennt es schon, es wird einfach zu einem massiven Overblocking, Overpolicing kommen. Und das ist halt nicht das, was wir als Zielgesellschaft gerne hätten. Okay, dann, wir sind noch nicht fertig. Diese Woche wieder die Digitalstrategie der EU-Kommission. Die Ausgangslage. Ich finde es ein bisschen polemisch. Die EU hat es meiner Meinung nach ziemlich verschlafen in den letzten Jahrzehnten, sei es jetzt von der Ausbildung her, der Leute, von der Forschung her oder auch in den Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, das zu schaffen, dass wir international in der IT tatsächlich konkurrenzfähig sind. Jetzt sind wir mal ehrlich, klar, wir haben unsere IT-Industrie, Deutschland, Schweiz, ist alles schön, gut und recht, aber wo gibt es wirklich die Weltmarktführer? In der Hardwareproduktion, in der Softwareproduktion, das sind Nischenprodukte und der einzige, der es eigentlich wirklich so richtig gibt, das ist SAP. Und der Rest ist eigentlich weg. Also das haben sie komplett verpennt. Und jetzt so, naja, ist ein bisschen doof, ne? Wir haben es verpennt, wir sind so schuld. Und naja, was ist die Lösung von dem Ganzen? Wer kommt drauf? Der Spruch ist schon ein bisschen älter. Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Ist doch super, ne? Man muss nicht darum kümmern, dass man das vorangegangen oder schlecht gemacht hat, besser macht, sondern man guckt halt einfach, dass das irgendwo anders hinkriegt. Also wurde jetzt auch in dieser Digitalstrategie so eigentlich die Grundlagen gelegt, dass man Daten sammeln darf und damit so ziemlich fröhlich alles machen darf, was man am Ende vom Tag will. Also es soll zum Beispiel ein sogenannter europäischer Datenbinnenmarkt geschaffen werden. Das klingt alles super, ne? Dann sollen auch die Etablierung von neuen Common European Data Spaces geschaffen werden. Das sind einfach so Kombinationen aus technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Es soll eine Konkurrenz aufgebaut werden zu Cloud Computing Plattformen, zu den ganz großen wie jetzt Amazon oder von Microsoft.
was ja die Grundidee ja gar nicht mal so schlecht ist. Und sie haben tatsächlich auch Haftungsregeln für künstliche Intelligenz da mit reingenommen. Kritik an dem Ganzen ist halt zum Beispiel, ne, die schwammigen Haftungsregeln. Wer hätte es denn für möglich gehalten, dass da tatsächlich griffige Haftungsregeln drin sind? Und dass natürlich halt kaum Datenschutz da ist, weil wir haben ja Öl- und Datenbinnenmarkt und so weiter und so fort. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Und gleichzeitig halt auch, man liest so raus, dass da diese Verantwortlichen sich mit der Technologie eigentlich gar nicht richtig auskennen. Künstliche Intelligenz ist da so, oh ja, das ist so 2 Jahre, 5 Jahre, da sind alle Probleme gelöst, das haben wir schon bei den Upload-Filtern gehört. Ja, in 2 Jahren kriegen die das hin und so weiter und so fort. Das Ganze, das erinnert mich, also künstliche Intelligenz erinnert mich immer so ran, dass wir seit 70 Jahren, heißt es eigentlich so, Kernfusionskraftwerke, die wird es dann in 50 Jahren geben. Ne? Und man sieht ja, wie weit man ist. Und künstliche Intelligenz, da wird zwar sehr viel Forschung gemacht, international vor allem auch, mit Milliardenbeträgen gefördert, aber wir sind wirklich noch extrem weit davon weg, dass man die vernünftig einsetzen kann. Und ich glaube, jeder von euch wird es merken, wenn künstliche Intelligenz funktioniert. Das wird nämlich dann sein, wenn die Werbung im Internet funktioniert, gescheit. Nämlich momentan funktioniert die überhaupt nicht gut. Und wenn das endlich mal richtig funktioniert, dann wisst ihr, weil das ist jetzt der erste Punkt sein, wo künstliche Intelligenz monetarisiert werden wird. Wenn ihr endlich mal richtig gute, zugeschnittene Werbung habt und nicht mehr Werbung für irgendwas, was ihr vor einer Woche gekauft habt, dann wisst ihr, dass KI mal so langsam anfängt zu funktionieren. Und ja, ne, Digitalstrategie der EU-Kommission. Es wundert nicht so sonderlich auch, dass da nichts Besseres bei rausgekommen ist, weil wer weiß, wer da ganz oben jetzt steht, das ist eine alte Bekannte, das ist die Ursi. Gut. Ja, ich bin jetzt mit den Hauptpunkten durch, was jetzt auf internationaler Ebene so gerade aktuell am Laufen ist. Es gibt noch viel mehr, aber ich musste das halt einfach in eine halbe Stunde reinkriegen. Das Ganze, das klingt jetzt eigentlich ziemlich furchtbar und ich muss auch sagen, hier kommen gerade richtig viele Sachen parallel auf uns zu, also in der Dimension von der Urheberrechtsrichtlinie. Und irgendwie, da fühlt man sich als normaler Bürger auch relativ klein und man fragt sich, was man überhaupt tun kann. Und ich kann halt einfach nur sagen, man kann eigentlich viel tun, man kann wirklich sehr viel tun. Und wenn man sich halt mal einfach anschaut, Save the Internet, wir haben innerhalb von kürzester Zeit eine Kampagne aus dem Boden gestampft. Innerhalb von 3 Wochen haben wir damit eine Abstimmung im EU-Parlament kippen können. Ich muss zugeben, da war wahnsinnig viel Glück dabei. Das wird lange wahrscheinlich nicht mehr dauern, wahrscheinlich lange brauchen, bis es wieder passieren kann. Aber wir haben die Chance ergriffen, sie war da, wir haben sie genutzt und es ist was richtig Gutes bei rausgekommen. Stellt euch nicht die Frage, was ihr selber machen könnt, sondern stellt euch die Frage, was können wir machen? Weil ihr seid nicht allein. Schaut euch rum. Also jetzt hier beim Winterkongress sind allein etwa 500 Leute, glaube ich, die rumspringen. Das sind alles Leute, die digitalpolitisch interessiert sind. Die haben auch eine Motivation, wieso sie da sind. Ich nehme an, dieser kleinste gemeinsame Nenner, den wir haben, der ist einfach, dass wir wollen, dass von der Digitalisierung maßgeblich die gemeine Bevölkerung profitiert und halt nicht beispielsweise milliardenschwere Großkonzerne. Die sind alle da. Und dann schaut euch um. Es gibt verschiedene Organisationen. Pickt euch die raus, die euch am meisten zusagt und schaut, wie ihr sie unterstützen könnt. Ihr müsst nicht irgendwie gut reden können, das kann ich ja auch nicht, oder ihr müsst nicht irgendwie sonderlich gut in der Technik sein. Aber ihr habt sicher eine Fähigkeit, wo ihr die unterstützen könnt, weil ich bin seit über 10 Jahren in die solchen Kampagnen und so weiter dabei, in der politischen Arbeit. Es ist wirklich so, dass überall die Ressourcen fehlen. Und falls ihr tatsächlich so viel mit beruflich oder mit der Familie beschäftigt seid, kann ich nur sagen, dann spendet vielleicht ein bisschen Geld, weil das ist auch, was alle diese zivilgesellschaftlichen NGOs eint. Die haben alle kein Geld, die haben keine milliardenschwere Industrie hinten dran, die haben keine Töpfe aus öffentlichen Geldern hinten dran, wo einfach der Staat mit irgendwelchen Projekten irgendwelche staatsvorteilhaften Dinge fördert. Wenn ihr da eins rauspicken könnt, wo ihr mitmachen könnt, das wäre super.
werdet aktiv, werdet politisch aktiv in der Kampagne, gegebenenfalls auch in der Partei. Macht was. Ich habe es euch gerade vorher mitgeteilt, es läuft gerade so richtig, richtig viel schief. Es ist nicht mehr schön und hier werden gerade Weichen gestellt für Jahrzehnte. Ich danke euch für euer Interesse und ich hoffe, euch in Zukunft irgendwo wiedersehen zu können. Hoffentlich auch richtig aktiv. Danke. Vielen Dank, Pascal. Jetzt haben wir dann eine größere Pause. Ich erlaube mir deshalb noch, sagen wir mal, zwei Fragen zu nehmen, wenn es noch gibt. Und wer jetzt unbedingt raus muss, weil die Zeit abgelaufen ist, darf das natürlich machen. Also hier die erste Frage. Danke sehr. Ich habe zwei Fragen für Sie. Mir nimmt es Wunder, Sie haben gesagt, Sie sind an Spende angewiesen. Und ich würde gerne wissen, wer finanziert die Initiative und wie haben Sie die Europäische Kommission überzeugt, Sie on board zu haben bei der Initiative, die Sie vorher erwähnt haben, als eine der wenigen beim Stakeholder-Dialog. NGO. Ja, genau. Also finanzieren tun wir uns über Crowdfunding. Also wir haben auf GoFundMe haben wir zwei GoFundMe-Kampagnen gemacht und haben das halt dann auch über change.org vertrieben. Also wir haben bei Save the Internet ja eine Petition auf change.org lanciert, die hat am Ende jetzt 5,3 irgendwas Millionen Unterzeichner. Also es ist die größte Kampagne, digitalpolitische Kampagne aller Zeiten, es ist eine der allergrößten Petitionen aller Zeiten. Und damit haben wir eine gewisse Reichweite gehabt, aber viel Geld haben wir nicht eingenommen. Ich glaube, wir haben insgesamt knapp über 40.000 Euro eingenommen, davon haben wir Flyer gedruckt, davon haben wir die ganzen Demos organisiert, also wir haben ja insgesamt 200.000 Menschen europaweit auf die Straße gebracht, Bühnen mussten gezahlt werden, PA und so weiter und so fort, haben natürlich auch noch andere NGOs, danke nochmal an die, aktiv mitgeholfen, auch Geld gespendet, aber es läuft sehr viel über Goodwill, Freiwilligenarbeit und eigentlich sind wir chronisch pleite. Weil man kann sich ja überlegen, so eine Demo würde allein schon 40.000 kosten, wenn man das richtig alles bezahlen würde. Ist die Frage soweit damit beantwortet. Ah genau, wie wir die Kommission überzeugt gekriegt haben. Eben, wir waren die größte digitalpolitische Kampagne aller Zeiten und deswegen sind wir dann wohl genommen worden, weil wir halt einfach da als der größte Vertreter der Zivilgesellschaft wahrgenommen wurden. Auch wenn ich sagen muss, es hätten etliche andere NGOs auch verdient gehabt, genauso verdient gehabt, da reingehen zu dürfen. Noch eine Frage? Ja, dann sagen wir nochmals vielen Dank. Du sag mal, du bist noch so gar nicht sprachlos, wie mir scheint. Sind das alles Amateure oder was denkst du, ist das die fehlende Kompetenz oder sind das einfach die Interessen der Großkonzerne, die dadurch kommen? Was ist so dein Haupteindruck ganz gut? Ich denke, es ist einfach multifaktoriell, aber ich denke, hier sind schon große Lobbys im Hintergrund und die können halt über Jahre und Jahrzehnte Lobbyisten bezahlen und also ich habe es ja schon gesagt, ich bin über 10 Jahre als politischer Aktivist, sage ich mal, unterwegs, auch als Politiker. Und das ist alles Freiwilligenarbeit und irgendwie man verhindert mal einmal so eine Sache. Wenn es das zweite Mal kommt, dann hat man eigentlich schon keinen Bock mehr, aber spätestens beim dritten Mal, dann sagt man ich habe wirklich Besseres zu tun. Und ich meine, für die Kampagne, die habe ich auch kein Geld dafür gekriegt bisher, also werde ich wohl auch in absehbarer Seite dafür nicht bekommen. Und es war teilweise 150-200% Stundenaufwand pro Woche. Also das waren mehrere Tage oder 2 Wochen lang, einmal zum Beispiel 16 Stunden bis 20 Stunden am Tag, wo wir einfach diese Kampagne da ganz am Anfang aufgebaut haben. Und gegenüber sind halt wirklich so, ich sage mal, Überzeugungstäter, die finanzielle Interessen haben oder halt auch der Staat, der seine eigenen Interessen verfolgt. Und wenn man natürlich aus ihrer Sicht das Ganze betrachtet, dann macht das Ganze Sinn. Aber meiner Meinung nach soll einfach Digitalisierung maßgeblich dem Bürger helfen und eben nicht dem Überwachungsstaat oder irgendwelchen Großkonzernen. Noch eine Frage. Ich bin Biljana Lukic von der Piratenpartei und ich möchte dich fragen, wie erlebst du das eigentlich? Wird da auch so psychologischer Druck gemacht oder dass man zum Beispiel den wie einredet von den Politikern, ja, wenn ihr jetzt da nicht mitmacht bei uns, wir sind die Experten, dann verliert ihr den Anschluss und solche Sachen, weil manchmal
erlebe ich das einfach, dass die Leute wie in einem Druck sind oder einem Stress, dass sie möglichst immer die neuesten technischen Errungenschaften haben müssen, aber die eigentlich gar nicht richtig verstehen. Ja, das auf jeden Fall. Es fehlt Fachkompetenz und deswegen ist auch grundsätzlich, finde ich, Lobbyismus auch nicht schlecht. Das Problem ist aber, also zum Beispiel bei der Copyright-Direktive waren über 90% der Treffen mit Lobbyisten waren mit Wirtschaftsvertretern und nicht mit der Zivilgesellschaft. Und Druck wird da teilweise über solche, ich sage jetzt mal, absolut legitimen Argumente gemacht. Auf der anderen Seite so ziemlich das Schärfste, was ich glaube, was passiert ist, ist einfach gewesen, dass die Verleger, also Zeitungsverlage, sind hingegangen zu den Europaparlamentsabgeordneten aus deren Region. Und also die haben dann Treffen gemacht und dann haben die halt einfach gesagt so, ja, das ist ja schon alles schön, gut und recht, aber schauen Sie mal, das Leistungsschutzrecht, das brauchen wir, sonst gehen wir Verlage kaputt. Und wenn Sie jetzt nicht für diese Richtlinie stimmen werden, da können Sie bis zur Parlamentswahl in 2 Monaten davon ausgehen, dass es keine positive Berichterstattung mehr über Sie geben wird. Das ist passiert. Eine juristische Bewertung will ich mir nicht erlauben. Gut, herzlichen Dank. Jetzt haben wir eine größere oder längere Pause und in knapp 55 Minuten geht es hier weiter mit einem ganz spannenden Thema, EID, elektronischer Pass, wie das manchmal genannt wird, und dann zum Schluss als Dessert quasi noch E-Voting. Also wir sehen uns wieder hier oder in einem anderen Vortrag.